Hallöchen auch, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Stardew Valley. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Es hat, wie gesagt, jetzt ist der Herbst eingezogen. Und, ja. Hallo, Holly, ich würde meine Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Männchen und haben noch auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amorant bringen? Sie lieben das Zeug. Danke, Mani. Okay, dann müssen wir Amorant kaufen. Da ist was neben dem Haus. Das würde ich gerne mir mal... Obwohl, wir haben ja die Spitzhacke gerade gar nicht, oder? Stimmt, die ist gerade in der Werkstatt. Also können wir das da hinten nicht rausholen, aber wir müssen erstmal gießen. Aber bevor ich das gieße, habe ich mir gedacht, kaufe ich dieses Amorant und pflanze das erst ein. So, die Angel kommt weg, das kommt auch weg. Ja, da brauche ich aber auch das, die Hacke. Dann bin ich gleich Hacke dicht. Ich hätte ja nicht gesagt, wie viel Amorant. Ich würde mal sagen, wir machen hier ein Beet einfach. Hühner haben wir ja auch noch keine gekauft, oder? Ne, Hühner haben wir noch nicht gekauft, aber Hühnerstein haben wir ja auch noch fertig gekriegt. Aber es wird langsam immer schwieriger, was anzupflanzen, weil jetzt haben wir Herbst, nach dem Herbst, was kommt nach dem Herbst? Richtig, Winter. So, und dann holen wir uns mal ganz kurz Amorant-Samen. Und wir müssen aber auch ein bisschen wieder Geld sammeln, sprich, angeln auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum herum weg, vielleicht kriegen wir jetzt sogar, vielleicht müssen wir ja sogar Herbstfische fürs Gemeinschaftszentrum holen. Hat irgendwas Besonderes? Kaufe Seetag zum einen dreifachen Warenpreis Penny. Nee. Muss mal halt warten, bis 9 Uhr ist. Er geht hier wieder zu seiner Arbeit. Nein, ich habe ja keine Zeit zum Blauen. Der Shane. Einmal wieder ein bisschen im Müll gewühlt. Ah, Mittwoch ist Ruhetag. Okay, jetzt weiß ich, warum ich die Angel hatte. Okay. Mittwoch ist also Ruhetag. Das ist doof, aber nicht schlimm. Dann machen wir halt uns auf die Suche nach einem guten Angelplatz und dann werden wir halt die Folge halt angeln. Und dann müssen wir uns so oder so die Pflanzen erstmal hier gießen. So, let's go. Es wird auch aufgepasst, eine mehrere Folgen kommen, wo ich dann in der Mine rumhantiere, um Eisen zu farmen und alles zu farmen, was man für die Sprengler braucht. Weil irgendwann will ich das Ganze schon mal automatisieren. Dann kann ich mich aufs Wesentliche nochmal mehr konzentrieren, also sprich... Die Mine zu Ende zu bringen, die Hühner auszubauen, denen auch einen schönen Zaun zu bauen mit Gräsern und so weiter. Was wir als nächstes bei der Penny, jetzt habe ich den Namen vergessen, Moment. Bei Robin auch machen können, ist ein Bau eines Silos. Dass wir da schon mal Hühnerfutter und Kuhfutter oder was weiß ich alles sammeln können. Ja, Kohle, warum nicht? So, dann schmeißen wir mal ganz kurz, ja, das können wir einfach mal ganz kurz hier reinschmeißen. Das hier und das hier nehme ich mit für, als Proviant für die Mine. Ah, stimmt, ja, wir haben ja, ich kann nicht schon angeln, ja, aber wenn ich die Mine machen möchte, dann fehlt mir da noch was, mich die Spitzhacke. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon 3 Tage hinter uns gebracht haben. Wir können mal ganz kurz Linsen zu Kleint oder Clint. Ob da unsere Spitzhacke schon fertig ist. Wie gesagt, ich möchte auch den Mülleimer mal aufwerten, weil da kriegen wir ja bestimmt einen Prozentsatz wieder raus von dem Zeug.
Abigail geht auch mal in die Bücherei, das ist auch mal was Neues. Mal schauen, ob die schon fertig ist. Ich arbeite noch an deiner Spitzhacke. Okay. Hätte ja sein können. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte die Tage nicht mehr im Kopf. Und ich würde gern hier unten am Fluss angeln. Oh, okay, die Angelschnur ist schon ein bisschen länger. Mit der Angel hier. Mit der Fiberglas. Aber zum Glück keine Sommerfische mehr. Weil ich war echt kein Fan von den Hechten, ganz ehrlich. Mal später die... wie heißt jetzt nochmal dieses lilane Material? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Obsidian? Iridium, jetzt habe ich es wieder. Wenn wir die Iridium-Angel haben, dann haben wir auch mehr Glück mit den Angeln. Ich werde mich auch den schwarzen Brett hier oben immer kümmern, wenn da irgendwelche Sonderaufgaben sind. Ihr seht ja, mit der Fiberglasangel und mit dem einen Köder hier ist der grüne Balken größer. Und je nachdem, was man dann bei der, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Angel mal reingezogen kriege, wenn der Fisch, wenn wir den Fisch haben, dann zeige ich euch was. Ich erkläre jetzt mal ein bisschen was. Okay, was kriegen wir hier drin? Artikulierter Fächer, Artefakt, jawoll. So, jetzt schauen wir mal kurz bei der Angel drauf. Ja, okay, bei der kann man halt nur Köder reinschmeißen. Aber bei der Iridium-Angel kann man zum Beispiel auch verschiedene Haken, also Gewichte, dran machen. Der eine bewirkt zum Beispiel, dass das Gewicht beim Fisch, also dieser Balken beim Fisch bleibt. Der andere Haken bewirkt zum Beispiel, dass... Boah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, der bewirkt, dass Fische schneller anbeißen. Müsste ich selber nochmal gucken. Aber das sind super Bonus für die Angel. Wartet mal, wenn wir da Lea gesehen haben, die ist doch jetzt bestimmt auch zur Bibliothek gegangen, oder? Ich meine, was will sie sonst in der Richtung, außer zum Joja-Markt gehen? Ich hätte schwören können, dass sie hier reingegangen ist. Okay. Aber wir können dieses eine Artefakt abgeben, diesen Fächer. Den würde ich aber glatt da oben hinstellen. Oder? Ja. So mehr haben wir gerade aktuell nicht. Dann sind wir den wenigstens schon mal los. Dann ist die tatsächlich zum Joja-Markt hochgegangen, oder? Schaut mal, wer da ist. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Es ist so angenehm, einem Fluss zu leben. Glaube ich dir. Ich schlafe jede Nacht mit dem beruhigenden Murmel des Wassers ein. Solange es nicht der zukünftige Ehemann sein Schnarchen ist. Also, wer Schnarchen entspannend findet, der... schwierig. Wie gesagt, ich schaue dann auch mal, was wir alles für Material brauchen für ein Silo. Weil ich will da ein bisschen vorsorgen. Nee, was, wenn wir das dementsprechende Geld dann haben. Dann möchte ich aber auch schauen... Ja, das ist nichts. Aber dann möchte ich auch schauen, dass wir bei... Marni, glaube ich, die andere Hofbesitzerin da... dass man bei der zum Beispiel Zusatzsachen kauft, wie... Eine Heizung für die Hühner.
Weil im Winter frieren die natürlich. Da möchte ich ein bisschen vorsorgen. Ja, mein Kleiner, ich werde da jetzt nicht weggehen. Das soll schon durch mich durchgehen. War auch krass, dass wir heute viele Grünalgen kriegen. Ich meine, es ist gut für die Mine, aber die bringen halt auch nicht mehr so viel. Ja, das ist wieder so ein tricky Fisch. Guck mal, was bist du? Eine Tigerforelle. Okay. Das könnten wir für unser Gemeinschaftszentrum schon mal brauchen. Also habe ich schon recht gehabt. Es gibt auch Herbstfische. Also es gibt Winter, Herbst, Sommer, Frühling. Wenn ich mich ganz täusche. Wenn wir jetzt hier reinschauen. Handwerksraum, Aquarium. Plusfische. Gehört jetzt zum Beispiel jetzt hier dazu. Ich weiß nicht, ob ich schon alle Fische habe. Hier der Aal ist am Meer natürlich, nachts. Das wird noch eine kleine Herausforderung, weil ich wieder das Gemeinschaftszentrum für euch auch fertig kriegen. Ich habe es ja diesmal so eingestellt, dass random Sachen dabei sind, nicht der Standard. Loot, nehmen wir es mal einfach mal. Weil Standard ist halt wirklich easy abklappbar. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel ein bisschen herausfordernder haben, ist es für euch und für mich interessanter. 99 cm Lachs. Ja, und die können wirklich groß werden. Was ich zum Beispiel auch nicht verstehen kann, warum viele Stardew Valley Spieler oder die Stardew Valley anfangen, das Angeln nicht so mögen. Verstehe ich vollkommen nicht. Also die Tigerforelle dürfen wir jetzt zum Beispiel jetzt nicht verkaufen. Was den Lachs angeht, habe ich noch keine Ahnung. Oh, ich glaube, jetzt wird Zeit, dass wir jetzt mal wieder zurückgehen. Ich schau mal ganz kurz noch hier am Brett hin. Biomgleichgewicht. Aus dem Umweltkontrollen ist das lokale Bevölkerung, das sehr viel aus einem Niveau angebracht. Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, Zeit zu reduzieren. 5 Tage. Kann ich nicht annehmen. Irgendwie. Oder habe ich die Quest noch? Ah, stimmt. Ja, ich muss oben, bei ihm noch angeln. Okay. Das hab ich also vollkommen verrennt. Ja, 5 Tage. Ich hoffe, das gilt noch bis ein paar Tage. Dann gehen wir morgen gleich hin. Und angeln da weiter. Also ich werde mindestens 2 Lachse aufheben. Definitiv. Am besten gleich die da hier. Aber ich habe da extra für eine Truhe, oder? Glaube ich, innen drin. Mal gucken. Das schon mal nicht. Das auch schon mal nicht. Das ist das Dings. Ja, da habe ich die Fische aber auch rein. Also sprich, zack, zack. Die dürfen wir nicht verkaufen. Da haue ich die Kohle rein. Dioden. Den Müll. Okay, die Grünalgen schmeiße ich auch erstmal hier rein. Habe ich von dem Fisch auch schon was? Doch, Brasse habe ich schon. Okay. Und den Rest schmeiße ich jetzt da rein.
So, kurz mal schauen, ob wir wieder. Mal schauen, Königssoßen, grüße Königssoßen, Kohlsalat. Du weißt bereits, wie man Kohlsalat macht. Okay, nur zur Sicherheit. Achthundertneunzehn Gold. Deine Stahlspitzhacke ist bereit. Juhu, erstmal gießen. Und erstmal die Sachen hier. Zack. Warum da noch nass war? Keine Ahnung. Entweder hat die Katze drauf gepinkelt. Oder keine Ahnung. Hat genau ausgereicht. Das Amorant, das kaufen wir uns noch. Keine Sorge. So, wir holen uns aber erstmal die Stahlspitzhacke ab. Und dann angeln wir oben beim Teich weiter. Wir brauchen ja auch nicht mehr viel. Gehe nur ab und zu mal hier rauf, um zu sehen, ob vielleicht hier irgendwas liegt. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wann Stardew Valley immer kommt. Stardew Valley, Entschuldigung, das muss man ja richtig aussprechen. Stardew Valley kommt immer am Dienstag. Zusätzlich zu LPT Minecraft mit den guten Blacksea LP. Und zusätzlich zu den Let's Test Games Projekten. So, da habe ich doch gewusst, dass man da noch was sammeln kann. Ah, sie kommt auch wieder runter. Aber das packe ich jetzt hierzu. Weil die Aufträge hier drin, bis auf die Aufträge vom schwarzen Brett, die haben keine Frist. Und ich schaue in die Mülltonnen immer rein. Da kann nicht immer wieder was Nützliches drin sein. Und die Details hier, so dieser kleine Kürbis hier zum Beispiel. Schon herrlich. Hallo, Clint. Ba, 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 ba. Du hältst die Stahlspitzhacke. Mal kurz schauen. Werkzeug verbessern. What? Der Fuchs, schaut mal, die Goldspitzhacke. Benötigt 5-mal Kupferbahn, wie es ausschaut. Nicht hier. 5 Goldbahn und 10.000 Gold. Zum Zerbrechen von Steinen. 1.000 Gold, 5 Kupferbahn. Alter Verwalter. Boah. Also die Preise haben es in sich. Je höher man aufwertet. Alter Verwalter. Ich muss ja hier nach oben. So, die Spitzhacke schmeiße ich aber hier hinten hin. Weil mit der, glaube ich, kann man immer noch nicht die großen Steine zerbrechen, glaube ich. Auf unseren Hof zum Bleistift. Ja, und die soll man ja hier auf seinen Teich, in seinen See quasi. Also ob sein See ist, weiß ich nicht. Aber wir sollen hier die Fische hier rausangeln. Das machen wir jetzt auch noch. Ein paar Minuten Zeit haben wir noch. Haben wir da rauskriegt? Ein Dinosaurier! Yes! Das Günther kriegt das. Ganz ehrlich, dieses Dino-Ei kriegt der Günther definitiv nicht. Und wisst ihr warum?
Im Hühnerstall kann man den upgraded. Achtung, Spoiler für die, die es noch nicht wissen, aber ich sag jetzt hier einfach mal. Wenn man den Hühnerstall upgradet, dann hat man auch eine Zuchtstation. Also man kann Hühnereier in so einen komischen Kasten tun. Und dann werden die ausgebrütet. Und das gleiche gilt für das Dino-Ei. Also sprich, wenn wir schaffen, das Dino-Ei auszubrüten, dann läuft da auf dem Hühnerstall ein kleiner Dino rum. Da sehe ich was, was ich haben will. Ich hoffe, das ist lang genug. Yes, das ist ein kleiner Erfolg schon für mich, das Dino-Ei. Okay, bei dem Fisch habe ich mich jetzt nicht getraut. Und dann gehen wir einfach mal dahin. Das mit den Blättern finde ich so schön. Die Musik allgemein so schön ruhig. Erinnert mich auch ein bisschen an ein anderes Spiel. Bei Terranigma zum Beispiel auf dem Super Nintendo, da gab es auch so wunderschöne ruhige Musik. Ah, die Quest ist erfüllt. 1500. Jo. Also diese Quests lohnen sich auf jeden Fall, meine Freunde. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. So, Zeit für die Mine haben wir jetzt relativ nicht mehr. Ich würde jetzt am liebsten erstmal zurückgehen. Und die Folge wäre sowieso jetzt schon vor 2-3 Minuten vorbei. Also ich gehe jetzt nochmal zurück. Räume das alles ein. Das Dino-Ei bekommt von mir einen Ehrenplatz. Aber aufräumen werde ich auf jeden Fall noch. Das heißt, die Angel fliegt erstmal weg. Dann gehen wir hier rein. Dann kommt das Eisen hier rein, die Rubinen kommt hier rein. Ein Ehrenplatz, habe ich gesagt, und das bekommt es auch. Falls wir einen Grünbarsch brauchen, da ist jetzt auch einer drin. Der Fisch kommt auch nochmal rein. Und das Dino-Ei, das kommt hier rein. So, und der Rest wird verkauft. Bis auf das hier. Das schmeiße ich jetzt auch eigentlich da rein, ganz ehrlich. Dann hole ich mir in der nächsten Folge das Zeug raus, was ich für die Mine haben will. Fertig ist der Lachs. Versteht ihr? Lachs. Und dann schießen wir das ab, indem wir schlafen gehen. Aber mit den Quests habe ich so das Gefühl, dass man sehr viel Kohle machen kann. Zusätzlich zu seinen Hofarbeiten. Bin ich jetzt felsenfest davon überzeugt. So, meine Freunde, aber mit diesen Krähen sage ich mal ein herzliches Danke wieder, dass ihr dabei wart. Dass euch mein Let's Play hier zu Stardew Valley gefällt. Wer weiß, vielleicht bin ich bald nicht mehr alleine. Ich werde mir jetzt irgendeinen rauspicken. Vielleicht vom Netzwerk Content Forge, vielleicht von der Gaming-Anstalt jemanden. Oder von meinem Bekanntenkreis hier, von meiner Community noch.
Und dann wird's gemeinsam gespielt. Ich hoffe mal, ich werde jemanden finden, der dazu freiwillig bereitsteht. Denkt daran, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Spaß haben auf den Regenbogenhof mit Stardew Valley und mir. Tschüss.